Robin, was hast du letzten Freitag gemacht? Radrennen gefahren in Girona, Spanien. Was machst du sonst am Freitag? Sonst arbeite ich immer. Jetzt hat die Arbeit jemand anders gemacht. Genau, ich weiß nicht wer, aber irgendjemand hat es gemacht. Auf jeden Fall, ja, war ich nicht da, hatte Besseres zu tun. Nein, fuhr einfach eigentlich mein erstes Rennen dieser Saison. Und das war nicht geplant, dass ich das am Freitag fahren würde, sondern eigentlich wäre der Start meines Events bereits am Mittwoch gewesen. Und zwar dieser Event, das wäre das Traca in Spanien gewesen. Das ist inzwischen eines der wichtigsten oder das wichtigste Gravelrennen in Europa. Und Leute, die ernsthaft Gravelrennen fahren, sagen eigentlich, dass es Unbound, Traca und Gravel Worlds sind, die diese Szene effektiv ausmachen. Das Traca ist so ein Event, da finden verschiedene Distanzen gibt es, von 360 bis zu 50 Kilometer gibt es so eine Bandbreite. Und neu wäre dieses Jahr hinzugekommen, dass es auch ein Ultra-Event gegeben hätte, 560 Kilometer, wo auch wirklich so die Top-Shots dieser Szene am Start gewesen wären und wären, weil es eben abgesagt wurde, aufgrund von Wetter, Regen, Schnee und einfach zu schlechten Streckenkonditionen. Entsprechend fuhr ich dann als Alternative das 360er. Ja, genau. Und das ist ja für dich auch wieder ein Zwischenziel auf dem Weg zum Transcontinental, was sicherlich wieder dein Saison-Highlight sein wird dieses Jahr und du den vollen Fokus darauf legst. Mal Frage an dich. Diese Zwischenziele, sind die für dich körperlich wichtiger oder mental als Vorbereitung zu deinem übergeordneten Ziel? Ich glaube, da gibt es schon so eine Kombination von beidem. Also einerseits ist es sicher so, dass der physische Reiz dann im Vordergrund stand, nachdem mein Hauptevent abgesagt wurde. Mhm. Also ich hatte mir dann überlegt, wie kann ich zumindest trainingstechnisch am meisten aus diesem Umstand, dass ich jetzt hier dort in Spanien war, herausholen. Entsprechend war die Lösung oder die naheliegende Lösung halt einfach das 360er zu fahren und dann einen soliden Reiz zu setzen. Mhm. Andererseits fand ich es aber einfach eine spannende Erkenntnis zu sehen, dass es eben schon auch äußere Faktoren gibt, die eine Rolle spielen. Sprich, es nervte mich, wenn ich ganz ehrlich bin, schon ein bisschen, dass ich jetzt nicht die Chance hatte, ein Fahrradrennen zu gewinnen und dann daraus halt auch bisschen Anerkennung zu erhalten, wo man vielleicht nicht von Anfang an zugeben würde, dass das wirklich eine große Rolle spielen würde. Ja, und gerade halt diese Zwischenziele auf dem Weg zu einem größeren Ziel, das sind ja auch immer so ein bisschen Standortbestimmungen. Also ich meine, du kannst dich halt im Training super fühlen, du weißt ja aber nie genau, was macht die Konkurrenz, wie kannst du das ummünzen in einem Wettkampf. Und deshalb können auch solche Standortbestimmungen in Form von einem Event aufbauen wirken. Ich meine, gerade wenn man zurückblickt bei dir auf letztes Jahr, da hattest du zwei Rennen vor dem TCR, zwei hast du gewonnen. Ist halt extrem motivierend, hat dir gezeigt, du bist auf dem richtigen Weg, gibt Motivation wieder fürs Training und so weiter. Und das hattest du ja jetzt nicht, weil es ist ja auch nicht wirklich deine Disziplin, wo du dich darauf vorbereitest, immer noch lange mit den 360 Kilometern, aber halt dennoch ganz andere Komponenten, die im Endeffekt entscheiden, ob du da ganz vorne mitfahren kannst oder nicht. Fehlt dir jetzt ein gutes Resultat oder kannst du dennoch positive Aspekte mitnehmen? Ja, also ich kann sicherlich auch daraus Gutes schöpfen. Das Resultat als Zahl an sich spielt mich in diesem Event überhaupt keine Rolle. Mhm. Was wichtig war für mich in dem Moment war, wie ich mich effektiv fühle, was sagt mein Körpergefühl. Beispielsweise hatte ich auch jetzt im Winter relativ viel abgenommen, was doch auch irgendwo immer ein bisschen Risiko darstellt dann in einer Rennsituation. Mhm. Und ich konnte gerade auch zum Beispiel mit dem direkten Vergleich zu Badlands vom letzten Herbst einfach auf allen Ebenen ein verbessertes Gefühl und auch verbesserte Werte feststellen. Und das reichte mir in dem Moment. Da brauche ich nicht
in einer Disziplin, die mir fremd ist, irgendwie eine Eins vor meinem Namen stehen. Das ist dann auch ziemlich egal. Ja, das finde ich auch sehr cool, einfach aus mentaler Sicht, weil ich versuche den Athleten auch immer so zu vermitteln, dass halt auch speziell diese Zwischenziele und allgemein Rennen, wo ja auch eine harte Bewertung da ist in Form einer Rangliste, dass man da, ja, klar, im Endeffekt zählt das Ergebnis, gerade auch, ja, bei dir, du willst ja auch Rennen gewinnen, aber dennoch ist auch so ein bisschen Vorsicht geboten, weil die Ergebnisse nicht immer deine Entwicklung repräsentieren. Und da sehe ich halt immer wieder Athleten, die zwar eigentlich auf gutem Weg sind, so manchmal auch kurz irgendwo vor einem Durchbruch, aber sich dann so mega stark herabziehen lassen von den Ergebnissen, wo sie vielleicht noch nicht ganz dort sind, wo sie sein wollen. Und das finde ich halt sehr eindrücklich, dass du auch direkt nach dem Rennen, wo wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, gesagt hast, hey, du hast richtig spüren können, dass da was gegangen ist. Und das völlig losgelöst von einem Endergebnis. Das fand ich schon sehr eindrücklich und ja, versuchen wir auch mittlerweile gemeinsam so den Athleten halt wirklich zu vermitteln, dass Ergebnis ist wichtig, ja, aber es ist halt, es ist nicht immer die volle Wahrheit, die da drin steckt. Und speziell jetzt bei dir sowieso nochmal, weil es ja halt auch eine Event-Disziplin ist, der einerseits nicht geplant war, aber auch nicht deinem Fokus entspricht. Genau, erzähl doch mal jetzt auch, wie das Rennen so gelaufen ist. Rennzeit war so knapp 13 Stunden dann. Wie ist es so gelaufen? Wie bist du das Rennen angegangen? 13 Stunden hört sich eigentlich nach einem relativ langen Rennen an, wenn man in klassischen Radsport-Dimensionen oder Kategorien denkt, dann ist das schon ein langes Rennen. Ist aber so, dass das immer noch eine Zeitdauer ist, wo wirklich solid, seriös und angriffig gefahren wird. Sprich, da hat es einige absolute Waffen dabei. Also da gibt es, ich glaube, vor mir gibt es mehr Profis oder Ex-Profis als nicht. Mhm. Das sind amerikanische Gravel-Profis am Start, die dann auch diese Rennen gewinnen. Mountainbike-Profis. Und das ist so das Feld, in dem man sich bewegt. Entsprechend wird halt auch wirklich so from the gun wirklich gefahren. Ja. Und für mich, meine Herangehensweise war eigentlich so, dass ich dann Bewusstsein hatte, dass meine Favoritenrolle, die ich vielleicht, oder meine Mitfavoritenrolle, die ich vielleicht im Adventure, also im 560er gespielt hätte, die spielt im 63er keine Rolle. Da kann ich einfach versuchen, möglichst vorne mitzufahren. Und entsprechend war meine Idee, halt zu sehen, wie dort gefahren wird, irgendwie diese Erfahrung zu machen, wie so die Dynamiken in diesem Feld sind, wenn man ganz vorne fährt, wie diese Athleten vielleicht angreifen, vielleicht sich verhalten, vielleicht auch technisch fahren, das interessiert mich einfach und das wollte ich von innen erleben. Entsprechend war klar, dass ich einfach so lange mitfahren würde, wie ich irgendwie kann und dann halt explodiere. Genau, und das kann man ja auch sehr schön sehen, auch in deinen Daten, die du aufgezeichnet hast, warst du mit deinem PowerMate unterwegs, Herzfrequenz hast du auch aufgezeichnet und man kann genau diesen Punkt erkennen, wo du quasi explodiert bist und das ist auch interessant, dass man halt einerseits auch mal sieht, was da vorne geleistet wurde und am Punkt, wo du dann eben halt explodiert warst, das war ja so 4-5 Stunden dort. Also irgendwie nach 140 Kilometern, hätte ich gesagt. Ja, und was da halt physiologisch sicherlich auch stattgefunden hat, ist einfach, dass deine Glykogenspeicher mal aufgebraucht waren. Es war ja auch so ein sehr stochastisches Fahren, die ersten Stunden, also nicht irgendwie so einen konstanten, smoothen Effort, sondern halt immer, genau, immer wieder dieses Stop and Go, wahrscheinlich auch im Feld und das kann man halt sehr schön auch
sehen, dass in den Trainingsdaten, die Daten, die Power-Daten sind nicht mal so hoch, aber man sieht halt immer wieder diese Bursts mit drin, also wo du stark auch in den überschwelligen Bereich, also über deine FTP hinaus gehst und das immer wieder und ständig, und das verbraucht halt sehr schnell auch Glykogen, Kohlenhydrate werden schnell verbrennt, und das konntest du halt, egal wie gut du dich verpflegst, nicht entsprechend nachfüllen. Und wenn dieser Speicher mal leer ist, musst du halt auch auf sehr tiefer liegende Intensitäten setzen. Und das ist es wahrscheinlich nachher noch so eine Ausdauerfahrt gewesen, die sich wahrscheinlich nicht mehr nach Ausdauer angefühlt hat, aufgrund dieser Vorbelastung. Aber rein von den Werten her, das war dann. Und hingegen, wo die halt die Athleten, wo diese Pace dann bis zum Finish gegangen sind, verfügen halt auch aufgrund von ihrer Vorerfahrung einfach entsprechend über eine massiv höhere aerobe Kapazität, haben viel ausgeprägteren Fettstoffwechsel, gehen schonender mit ihren Glykogenspeicher um und können dementsprechend halt über diese 11, 12, 13 Stunden dann auch mehr Leistung mobilisieren. Was aber auch in dem Kontext sehr interessant ist, und das sieht man auch an der Aufzeichnungen vom Livestream, dass da auch hinten raus noch richtig hart gefahren wurde. Also selbst nach über 10 Stunden Rennzeit, es wird einfach noch richtig attackiert. Und das zeigt auch irgendwo durch in dem Event den Stellenwert eines super gut ausgeprägten Fettstoffwechsels auch, wo man halt einfach in einer Intensität, wo jetzt du zum Beispiel mehr Kohlenhydrate verbrannt hast, können halt diese superfitten Athleten, die da ganz vorne mitgefahren ist, die gehen einfach schonender mit dem Glykogen um, können sich quasi Körner für den Schluss noch aufsparen und dort dennoch halt super intensiv fahren, Attacken setzen, und das ist halt auch nötig, um bei solchen Events dann ganz, ganz vorne mitfahren zu können. Könnte man aber auch sagen, ist nötig in deinen Disziplinen ein Stück weit schon auch, aber es kommen halt viel mehr andere Faktoren noch dazu. Was würdest du aus deiner Erfahrung jetzt auch sagen über diese speziellen mehrtägigen Rennen? Was sind so dort die Faktoren, die jetzt hier gefehlt haben? Du meinst vor allem, welche Faktoren haben hier... Genau, also im Tracker-Event, also welche... ich meine, es wird ja auch dort in mehrtägigen Rennen ist es ja auch wichtig, dass du irgendwo sparsam mit deinem, ich sag jetzt mal, Energiehaushalt umgehst, aber auf andere Art und Weise. Mhm. Es ist halt in einer anderen Intensität dennoch auch, und wahrscheinlich kommen halt ganz andere Faktoren dann auch hinzu in einem mehrtägigen Rennen, also Schlafmangel und so weiter. Und wie hast du das so erlebt? Also hast du dich da in diesem Event einfach so an deine früheren Rennzeiten erinnert, wo halt einfach so Mann gegen Mann gefahren wird, wo es ja dann im Ultracycling schon auch anders ist, oder? Ja, voll. Also das war wirklich so, ich fühle mich schon ein bisschen wie damals in irgendwie am Cross-Country-Rennen. und das ist natürlich etwas, das hat man an Ultra-Events überhaupt nicht. Dieses direkte so einander wehtun oder so, wo ich jetzt nicht eine große Rolle gespielt hatte, aber wo ich, was ich so ein bisschen spüren konnte, dass das ein Thema ist hier, das hast du null an Ultra-Events. Das Wehtun findet dann eher so ein bisschen auf fast schon psychologischer Ebene statt, dass man halt sagt, ich reduziere offensichtlich meine Schlafenszeit, ich reduziere offensichtlich meine Stopping-Time, oder ich bin einfach ein bisschen schneller überweg über den Tag oder so. Ja, ich finde, man kann das so zusammenfassen, dass du in Ultra- oder mehrtägigen Ultra-Events sehr schnell an den Punkt kommst, wo du gegen dich selber kämpfst. Und in solchen Events, die jetzt von kürzer sind, da ist es halt wirklich so Mann gegen Mann dann auch, wo man gegeneinander fährt. Und ist bei Ultra-Events dann auch, letztes Jahr hat man das ja auch gesehen bei dir, wo es zumindest lange Zeit auch so nach einem
Kampf ausgesehen hat, aber das ist trotzdem mehr so gegen dich selber, wo du halt auch Entscheidungen treffen kannst, wie kannst du jetzt schneller das Ziel erreichen, aber du kämpfst mehr gegen dich selber als gegen einen direkten Konkurrenten. Oder zumindest gegen so ein Phantom oder so. Ja, ja. Genau, du hast gesagt, du hast ja auch einige Aspekte geändert jetzt im Wintertraining, also Gewicht verloren, nochmal gut trainieren können. Was denkst du, bringt dir das jetzt auch im Hinblick zu einem TCR? Ich glaube, ganz konkret, wenn man das ganz konkret benennen könnte, dann wäre das wahrscheinlich fast zu einfach. Ich denke, am Ende geht es für diese Rennen einfach sowieso darum, dass man in der Vorbereitung einfach seinen Job erledigt. Ja. Dass man saubere Routen plant, saubere Strategien plant und natürlich physisch auf der Höhe ist. Aber wenn ich jetzt einfach sagen könnte, ich bin, keine Ahnung, 10% fitter, was man vielleicht erreichen würde, nein, inzwischen auch nicht mehr, aber ich bin einfach deutlich fitter, deswegen gewinne ich das Rennen, dann glaube ich, würde das zu wenig weit greifen. Diese Rennen sind viel komplexer. Ja. Insofern habe ich verschiedene Aufgabengebiete und ich versuche einfach all diese Aufgabengebiete so gut wie möglich abzudecken. Genau, und in der Vorbereitung gibt es ja nur dann auch gewisse Teilbereiche, die du unter deiner Kontrolle hast und was verändern kannst. Es gibt dann so viele Faktoren, die im Moment im Rennen selber dann entscheidend sind, kannst du aber jetzt noch nicht viel dafür machen. Und die Physiologie ist halt ein Part, die du in der Vorbereitung verändern kannst. Und ja, ich finde schon, dass du hier nochmal großen Fortschritt gemacht hast. Und vielleicht, was ich auch eben noch wichtig finde, ist, viele so Ultrafahrer beginnen dann oft irgendwie diese physiologische Komponente mit Prozentzahlen zu versehen. Ja. Also zu sagen, ja, Physiologie macht 20% des Erfolges aus. Ich glaube, das ist etwas komplexer. Und zwar denke ich, dass der Umstand, dass man sich plötzlich im Rennen befinden könnte, sich schlecht fühlt und dann zurückdenken muss, ich habe einfach nicht alles investiert, dass der eben eine viel größere Rolle spielen kann, als effektiv die Wattwerte, die dann irgendwie auf dem Garmin erscheinen. Ja. Ich glaube, es geht mehr so darum, einfach irgendwie in der Vorbereitung an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, ich habe alles dafür getan, möglichst schnell zu sein. So. Ja, ich denke aber auch, hier ist ganz entscheidend, woher ein Athlet kommt. Also wo die Potenziale stecken, ist halt bei jedem Athlet anders. Und wir wussten, dass bei dir im Bereich der physiologischen Leistungsfähigkeit her du noch Potenzial hast. Ich meine, du hast ein, ja, ich würde das aus meiner Sicht auch ein gewisses Talent nennen, dich über so 10 Tage hin sehr gut organisieren zu können und auch diese Aspekte wie zum Beispiel mit starker Müdigkeit ausharren zu können, durch widrige Bedingungen durchzukämpfen, das liegt dir halt richtig, richtig gut. Ist meines Erachtens sehr, sehr gut ausgereizt, kann man nicht viel besser machen, als du schon gemacht hast. Und da muss man ja auch mal schauen, ja, bei allen Faktoren, die da, wo wir wissen, zumindest, die haben einen Einfluss, wo können wir noch Verbesserungen erzielen. Wo aber bei einem, wo jetzt zum Beispiel das erste Mal das TCR fahrt, kommen wahrscheinlich auch ganz andere Aspekte dazu, absolute Grundlagen wie auch Routenplanungen, was nehme ich mit und so weiter, eine viel wichtigere Rolle spielen, wobei dir halt ja die Erfahrungswerte und alles schon da ist und wir nicht mehr viel herausholen können. Genau, jetzt sind es noch zwei Monate, zweieinhalb Monate bis zum Start. Was steht da noch an für dich? Ja, ich gebe in 3 Wochen meine Masterarbeit ab. Ja. Ich hoffe, das klappt noch gut. War sicher ein Fokus, aber eben nicht der einzige Fokus. Das habe ich auch für mich klar so entschieden, obwohl mir das sehr wichtig ist.
Und dann ist aber klar, dass ich während zweier Monate mich wirklich sehr seriös auf dieses Rennen vorbereiten möchte, nochmal alles irgendwie herausholen möchte. Ich fahre noch ein weiteres Vorbereitungsrennen, das heißt das Taunus Bikepacking, das ist so ein bisschen die Alternative zum Rennen, das ich letztes Jahr fuhr, Hope 1000 hieß das. Okay. Ist irgendwo in Frankfurt herum und ja, Gravelrennen, ein paar Höhenmeter, sicher lustig, sicher ein guter Trainingsreiz. Genau, und dann ist dann ziemlich schnell Ende Juli, denke ich. Ja, genau, bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Immer wenn ich dein Training Peaks anschaue und das Event sehe, habe ich gemischte Gefühle. Ich frage mich jedes Mal, warum tut er sich das an? Aber gemischt so mit irgendwie richtig cool und ja, es sind so gemischte Gefühle jedes Mal, wenn ich dieses Event sehe bei dir, wo ansteht. Aber ich denke, so gemischte Gefühle hast du wahrscheinlich auch selber als Teilnehmer. Nein, ich habe keine gemischten Gefühle. Ich hab, das hatte ich letztes Jahr mehr als dieses Jahr. Dieses Jahr habe ich einfach mega Bock. Okay. Und letztes Jahr hattest du keinen Bock? Letztes Jahr war schon so ein bisschen, ja, kann ich das wirklich nochmal und kann ich mich dort behaupten, wo ich mich behaupten möchte? Mhm. Das ist ja schon anders. Ich bin ziemlich überzogen, dass ich die Rolle spielen kann, die ich gerne spielen möchte. Was das dann effektiv dabei herauskommt, sehen wir dann. Aber das wird jetzt ziemlich sicher nicht die große Katastrophe werden. Gut, ich meine, bei einem Ultra-Event, es kann alles passieren, muss alles zuerst gemacht werden, aber das, was du machen konntest, oder lass uns so sagen, deine Hausaufgaben hast du, glaube ich, ganz gut gemacht. Bis jetzt. Schauen wir an. Cool. Ja, vielen Dank, Robin, für das Gespräch. Falls du auch Interesse hast, dich von uns coachen zu lassen, dann kannst du jetzt auch auf unsere Webseite gehen, www.coachme.fit. Bewerbe dich dort für das kostenlose Beratungsgespräch. Dann können wir mal deine Situation näher anschauen und schauen, wie wir dich da auch voranbringen. Ciao.